Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich spreche heute mit der Künstlerin Jael aus der Schweiz. Sie ist Sängerin und hochsensibel und sie ist auch eine hochsensible Mutter. Und das ganze Thema hat sie dann nochmal eingeholt und hat einen völlig neuen kreativen Prozess bei ihr ausgelöst. Und wir wollen heute eben über die Themen Hochsensibilität bei Erwachsenen und Kindern sprechen. Wir werden ein bisschen auch in deine Biografie eintauchen, Jael. Und das ist gerade für alle hochsensiblen Zuschauer jetzt total wichtig, die vielleicht auch gerade Eltern geworden sind, ja, oder die neu sind in dem Thema, die versuchen, da etwas drüber zu erfahren, zu schauen, wie sie besser damit umgehen können. Und auch für alle Zuschauer vielleicht interessant, die selber auch so kreative Ideen haben, künstlerische kreative Veranlagungen und sich fragen, ja, wie sie das sinnvoll in eine Form gießen können. Und ja, herzlich willkommen, Jael. Vielleicht magst du dich selber auch noch mal vorstellen, den Zuschauern, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen auf meinem Kanal. Was möchtest du gerne über dich erzählen? Was sollen die Leute über dich wissen? Ja, danke Silvia erstmal für die Einladung. Es hat mich total gefreut, dass ich hier dabei sein darf. Also zu meiner so normalen Vita, sage ich mal, ich bin Bern, also der Hauptstadt von der Schweiz, geboren und aufgewachsen und habe eigentlich eine sozusagen behütete Kindheit erlebt, Schulzeit auch und habe aber immer wieder halt eben so diese Gefühle gehabt von, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu, irgendwas stimmt da nicht. Und habe dann mit 18 eine Karriere angefangen zu machen als Musikerin. Also meine Band damals, das war Lunik, die war dann wirklich in der Schweiz ziemlich schnell erfolgreich. Was dann gerade so in den, sage ich jetzt mal, Jahren, wie jeder kennt, so zwischen 18 und 35, sage ich mal, wo man so sehr auf der Suche ist und als hochsensible Person noch viel mehr, also diese ganzen Fragen aufkommen, war bei mir halt geprägt von diesem, auch von diesem Erfolg jetzt, zumindest in der Schweiz. Wir waren ein bisschen in Deutschland unterwegs. Ich habe mit Schiller dann auch getourt und wir waren mit Juli unterwegs damals, als die diese, ich glaube, Perfekte Welle war so dieser große Hit damals. Da waren wir mit ihnen, also Vorband von ihnen in Deutschland unterwegs. Und jetzt bin ich eben 2017, bin ich zum ersten Mal Mama geworden, letztes Jahr zum zweiten Mal. Also ich habe jetzt noch eine kleine Tochter und mein Sohn ist 6 jetzt. Und diese erste halt wirklich so Zeit mit meinem Sohn hat dann eben nochmal mich sehr herausgefordert als hochsensible Person, weil er ein Schreibaby war. High Need Baby, sagt man, glaube ich, heute, oder gefühlsstark, ganz sicher auch. Und da kamen halt all diese Themen noch einmal ganz, ganz stark in mein Leben rein, wo ich gemerkt habe, ich will mich dann nochmal mit meiner eigenen Geschichte auch auseinandersetzen, mit mir als Kind. Und diese ganzen Gedanken einerseits über mich als kleines Sensibelchen in Anführungszeichen und eben meinen Sohn, da so entstanden dann eben diese Lieder und unter dem Namen Sensibelchen, also das ist dann eben auch der Titel geworden des Albums und genau, ja, ich glaube, das ist fast es so in etwa. Okay, ja, wir werden auf jeden Fall die CD dann auch mal einblenden. Sie ist ja jetzt auch in Deutschland erhältlich. Und es gibt ja auch ein Buch dazu mit Geschichten zum Vorlesen. Und wie ist es dann so in der Schweiz jetzt angekommen? Da hat es ja, glaube ich, schon auch sein Publikum gefunden. Was gab es dann so Feedbacks von den Eltern und den Kindern, die das Buch vielleicht schon gelesen haben? Hast du da noch was so in Erinnerung? Ja, also es war halt ganz speziell, weil das irgendwie so alles ineinander floss, als hätte es so sein müssen oder vielleicht musste es eben wirklich so sein, weil ich war da, es war ja Lockdown und ich war dann bei Sing Meinen Song Schweiz, also das gleiche, was ihr in Deutschland habt, haben wir halt auch in der Schweiz mit Seven als Host. Und da war ich dann eingeladen und habe dann halt beim einen Lied davon erzählt, über diese Zeit als Mama mit einem hochsensiblen Kind und auch ein Lied darüber gesungen. Und dadurch haben sich schon ganz viele Leute an mich gewendet. Also ich habe dann wirklich plötzlich so sehr viele Mamas als Follower gehabt, die gesagt haben, oh, so toll, dass du darüber erzählst, weil das ist für so viele einfach Mamas so schwer, dazu zu stehen. Das ist einfach, wenn man so überreizt und so überfordert ist, dass man einfach nicht mehr die Mama sein kann, die man sein möchte und wie das schmerzt im Herzen und wie das einfach
so wehtut und man sich auch schämt deswegen, sich selber auch fertig macht deswegen. Und dadurch war dann irgendwie so, als das Sensibelchen dann rauskam, ein Jahr später, gab es da so einen richtigen Run auf die Musik. Und also ich habe innerhalb von ich habe eine Pressung gemacht und die war schon bei der Vorbestellung ausverkauft. Und dann dachte ich, okay, muss schnell eine neue Pressung machen. Und dann war die aber auch schon ausverkauft, noch bevor das Album überhaupt rauskam. Und eine dritte gemacht. Also es war so wirklich für mich total überfordernd, weil ich dachte, das ist so ein Nischending. Das ist so ein zwischen meinen Alben mache ich das so ein kleines Albümchen. So für mich eher. Und das war dann. Es wurde so liebevoll empfangen und von so vielen Menschen, die dann einfach gesagt haben, danke für diese Musik und meine Kinder schlafen viel besser dazu ein jetzt. Und von einer Mama, die dann irgendwie 6 Uhr, also nee, nicht 6, irgendwie 3 Uhr morgens, so Insta-Messages von Müttern, die 3 Uhr morgens, ich gehe jetzt hier seit einer Stunde oder 2 Stunden mit meinem schreienden Baby durch die Wohnung und höre deine Musik jetzt und das hilft mir. Und Kinder, es gab dann auch eine Nachricht von einer Mama von einem autistischen Kind, dass das wirklich total dann irgendwie fand, Mama, ich glaube, diese Lieder, die erzählen über mich. Und also halt so schöne Rückmeldungen von Eltern, aber lustigerweise dann auch eben auch sogar von Leuten, die selber keine Kinder hatten, die meinten, sie können dadurch wie ihr eigenes kleines Kind heilen. Also das Titelstück zum Beispiel, Sensibelchen, ist halt wirklich so dieses sich auseinandersetzen mit ich bin so, wie ich bin und ich bin gut, wie ich bin. Und vielleicht verstehen das die anderen nicht, aber es ist gut, so zu sein. Und das gibt, bei vielen resoniert das halt auch jetzt im Erwachsenenalter noch so dieses Hühnerhaut, also Gänsehautgefühl von so danke, ich bin da nicht allein mit diesem Gefühl und mit diesem Sein. Ein Feedback hat mich so berührt. Es war ein, ich glaube, ein 70-jähriger Mann, der kam dann sogar auch mal an ein Konzert und saß alleine zwischen all den Kindern und den Familien, kam dann nach dem Konzert auch zu mir und hat sich auch bedankt für die Lieder und einfach gesagt, hey, das war ich als Kind und man hat das damals nicht verstanden, man hat damals gar nicht über Hochsensitivität geredet und er hätte so darunter gelitten und jetzt hört er sich diese Lieder an und heilt und das ist so. Also für mich dann so wunderschön. Das ursprüngliche Projekt oder Produkt war ja wirklich eine CD mit. Also darf ich das kurz zeigen oder Ja, ist das zu natürlich. Ja. werblerisch? Ich zeige es einfach kurz, damit wir wissen, das ist jetzt natürlich spiegelverkehrt, aber es ist halt so wie Alles ein gut. Booklet. Hinten ist die Wir CD sehen es, drin also ich sehe es richtig. und siehst du es richtig? Ja, Und genau. drin sind halt dann wie so eben diese Illustrationen von Sensibelchen. Also so, das kennt wahrscheinlich jeder. Die Socken, die man weg müssen und durchs Kopf Ohren zuhalten. Und dann aber eben auch halt so Sachen wie diese intrinsische Motivation von den hochsensiblen Kindern, die immer helfen wollen und machen wollen und tun. Und der Rückzugsort ist natürlich auch was, das thematisiert wird. Die großartige Kreativität, Basteln, Malen, Singen, Tanzen. Also kommt ganz, das ist der Bezug zu der Welt, der Verstorbenen, also da geht es um den Hasen, der nicht mehr ist. Ja. Also es sind halt so diese Thematiken, dann aber auch das Gefühl von ausgeschlossen und unverstanden sein und dann aber, hey, wir sind so viele und wir sind gut, wie wir sind. So, also das ist wie, und da sind natürlich auch die Texte drin und es gab dann halt etliche Leute, die fanden dann, ey, wir haben keinen CD-Player mehr, wir hören die Lieder total gerne und wir möchten so gerne die Bilder und die Texte dazu auch. Und deswegen habe ich dann eben noch das Buch gemacht. Das ist dann das Bild, das ist dann wirklich. Aber das gibt es eben leider bisher nur in der Schweiz. Wegen dem steht auch Sensibeli und nicht Sensibelchen. Und das ist eigentlich das Ähnliche. Es ist einfach noch umfassender. Weißt du, man kann das jetzt bei mir auf dem Webshop auch bestellen. Und da kommen halt dann eben noch so diese die Wut und die großartige Freude rein. Also kommen dann verschiedene noch. Halt, das ist dann in groß, sage ich mal. Oder? Und dann Schön. kann man das auch so anfassen und es ist. Ja. Da ist jetzt auch das Bilderbuch, also ich verkaufe das auch nach meinen Konzerten, wenn ich abends, also ich gebe ja als Musikerin auch eben noch immer natürlich Erwachsenenkonzerte, das ist dann Englisch. Und ich verkaufe eigentlich selbst nach meinen Erwachsenenkonzerten verkaufe ich, das meiste, was ich verkaufe, sind diese sensiblen Bücher, weil einfach, das berührt irgendwie so viele und denkt, ah, das wäre was für mein Kind, meines Nachbarn oder für mein Patenkind. Und das ist total schön, so zu merken, wie ich da irgendwie, wie das irgendwie anklingt bei den Menschen, wie sie sich da
angesprochen fühlen von und offenbar, wie das hilft, finde ich total so verbindend halt, irgendwie schön. Ja, sehr, sehr interessant. Und was mich jetzt auch gerade noch so beschäftigt von deinen Erzählungen, ist eben die Geschichte mit dem älteren Mann, der ja dann erzählt hat, er war auch so als Kind und damals hat man das alles noch gar nicht so wahrgenommen oder die Kinder haben vielleicht auch nicht so diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie gebraucht haben. Und das ist natürlich wieder auch irgendwie traurig, ja. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Menschen so abgehärtet wurden, ja. Das war eine Zeit, auch die ganze Kriegszeit, die Nachkriegszeit, aber auch davor, wo es wirklich sehr streng zuging, ja, wo wir hatten ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit auch sehr viel Kinderarbeit in den Fabriken. Wenn du mal dir die industrielle Revolution anschaust, man hat sich ja da auch nicht gescheut, Kinder in die Fabriken zu schicken. Das ist eigentlich unvorstellbar. Aber so erkläre ich mir das, dass dann eben diese Vorfahren alle so hart waren. Die hatten vielfach gar keine Zeit für ihre Kindheit. Sie wurden nicht so beschützt oder mussten dann früh auf dem Feld, ne, Kartoffeln lesen und was die alles gemacht haben. Also man hat ja diese Kindheit, die wir heute kennen, die gab es lange Zeit vielleicht gar nicht so. Ja, das war doch sehr, sehr rau. Und man sieht aber, welche Narben das hinterlässt, wenn Kinder nicht diese Fürsorge bekommen, die sie brauchen. Und deswegen berührt mich das jetzt auch sehr mit dem älteren Herrn. Und dann sieht man, dass es eben keine Kleinigkeit ist, ja, sondern das sind ja Themen, die uns ein ganzes Leben beschäftigen, die uns prägen, wo wir vielleicht auch, sage ich mal, seelische Narben davontragen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil wir haben ja jetzt eine andere Zeitqualität, wo dieses Thema jetzt so populär anscheinend wird. Ja, ich bin ja jetzt auch seit 10 Jahren mit dem Thema als Buchautorin am Markt, habe 2014 mein erstes Buch veröffentlicht. Das ist dann auch sehr erfolgreich geworden. Das war auch nicht so absehbar, ob das wirklich, sage ich mal, so erfolgreich werden kann. Das war ja für dich dann auch so eine Überraschung, denke ich, ja, mit deinem Projekt. Aber wenn sowas so einen Zeitgeist trifft, hat das ja auch eben eine tiefe Bedeutung. Wie schätzt du das ein? Ich erlebe das zurzeit sehr stark, dass eigentlich halt so, dass sich das immer mehr spaltet. Also auf der einen Seite wird halt die Welt immer schneller, immer leistungsorientierter, immer so. Also wenn du auf Instagram bist, dann kommen dann so komische Posts teilweise. Du musst das und das und das machen, um mehr Geld zu verdienen und um erfolgreicher zu sein und um diese Uhrzeit aufstehen und so viel mal am Tag Fleisch essen oder was weiß ich was. So auf der einen Seite. Und ich glaube, je mehr, dass das halt Platz gekriegt hat jetzt die letzten Jahre, desto mehr kommt jetzt einfach auch so diese ganz starke Sehnsucht nach dem anderen auf, nach dem eben nicht leistungsorientierten, nach dem Feinen, nach dem Herz, mit dem Herz gefühlten. Und von dem her erlebe ich wirklich gerade momentan sehr stark, so dass die Zeit reif ist jetzt eigentlich für diese Sensibilität, dass die gelebt werden darf, gelebt werden soll und muss sogar. Und dass es wirklich ganz wichtig ist, dass man das einfach rausträgt in die Welt und immer, ich bin selber schon so tief im Thema drin, dass es mich immer wieder überrascht, wenn ich von Leuten Feedback kriege, ich habe noch nie was davon gehört. Und denke ich, wie geht das? Das ist doch so omnipräsent, aber offenbar eben noch zu wenig. Und in gewissen Kreisen, ja, man bewegt sich dann halt so in Kreisen, wo das jedem klar ist. Also jetzt Musiker sind auch viele halt kulturelle Menschen, sind per se feinfühlige Menschen. Und dann, ja, und als Eltern kriegt man das auch noch einmal mit, also was du vorhin gesagt hast, genau mit diesem, mit dieser Nachkriegszeit. Also ich bin ja jetzt, ich werde jetzt 45 dieses Jahr. Das heißt, meine Eltern, die sind jetzt gegen die 80. Das heißt, es war so die erste Generation Nachkriegszeit. Es geht wahrscheinlich vielen von uns eben so, dass wir quasi da noch gewisse Dinge in uns mittragen, einerseits, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir so erzogen wurden, aber ich habe teilweise sogar das Gefühl, dass das so über so Generationen, dass das auch irgendwie in der DNA sitzt. Und ich merke selber, ich bin so jetzt
in dieser Richtung, ich lese so viel und ich sehe so viel und ich mache mir darüber Gedanken und ich weiß genau, was für eine Mama ich sein will und was für eine Mama ich nicht sein will. Und trotzdem kommen dann in Momenten, wo man eben total unter Stress ist und einfach überreizt ist, kommen da so die alten Programme von hinten vor und man hört sich plötzlich Dinge sagen zum eigenen Kind, wo man denkt, hey, kommt das jetzt her, bitte sehr? Genau das wollte ich nie. Genauso wollte ich nie. Und jetzt mache ich es trotzdem. Und also ich beschäftige mich im Moment sehr stark damit, wie kann ich diese Momente, wo ich eben nicht voll relaxed und so bin und in mir und bei mir, was man halt einfach als Mama von zwei oder mehr Kleinkindern selten ist. Also mein Sohn schläft immer noch mehr oder weniger auf mir seit 6 Jahren. Also ich habe das Gefühl, ich habe seit 7 Jahren nicht mehr wirklich geschlafen. Also schon rein das ist ja irgendwie logisch, dass man dann irgendwann einfach die Batterien leeren sich halt. Und dann ist man als Frau noch zyklisch irgendwie auch nicht immer gleich. Also da kommen so viele Themen aufeinander. Dann habe ich angefangen, irgendwie so ein bisschen im kleinen Sinne Ahnenforschung zu betreiben. Und dann merke ich plötzlich, aha, beide meine Großeltern waren Verdingkinder. Man hat ja in der Schweiz tatsächlich Kinder auch an Höfe verkauft. Und dann, ja, denke ich, meine Güte, also logisch wussten die dann nicht, wie man jetzt liebevoll ein Kind aufzieht. Und das geht ja dann wie weiter. Also man darf dann auch nicht den Menschen böse sein von damals. Die kannten wirklich ja nichts anderes und die haben einfach das gelernt, was sie gelernt haben. Und in diesem Sinne empfinde ich das jetzt, dieses Feld, dieses Energiefeld, wo wir uns jetzt drin befinden, das eben so offen ist für das, eigentlich als eine riesige Chance zu sagen, hey, und wir machen es jetzt anders und wir bringen hier Licht rein und wir versuchen jetzt einfach, das irgendwie das Ruder da ein bisschen in eine andere Richtung zu ziehen. Und jeder mit seinem kleinen Beitrag, sei es eben ein Buch oder eine CD oder einfach damit mit einem Podcast oder einfach Leute erreichen, Leute informieren. Und dann ist das plötzlich, habe ich das Gefühl, dann wird das so stark und so groß, dass es gar nicht anders sein kann, als dass da irgendwie die Energien mitfließen müssen, dass das ja gut kommt. So. Ja, interessant, dass du das ansprichst mit den Verdingkindern. Da habe ich jetzt auch schon mal von gehört im Rahmen von Coaching-Gesprächen, auch mit Klienten von mir aus der Schweiz. Ich hatte das ja gerade kurz angesprochen, ne, mit der Industrialisierung. Das ist ja vergleichbar, ne, ob du jetzt ein Kind in die Fabrik schickst oder ob du ein Kind weggibst auf dem Bauernhof, dass es da arbeitet. Das ist ja Kinderarbeit im Grunde genommen. Und das ist wichtig, dass wir das mal recherchieren, ja, was haben die Ahnen da erlebt und was haben die durchgemacht? Und was mir auch immer klarer wird, wir sind nicht für Krieg geeignet, ja. Es wird ja schon wieder überall über Krieg gesprochen und im Grunde genommen ist der Mensch nicht geeignet, im Krieg zu leben oder sich zu entwickeln, weil wir können ja dann nur abstumpfen und dann haben wir ja genau dieses Problem, wo ja viele Generationen jetzt eben genau diese Kriegs- und Nachkriegstraumatisierung der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern versuchen aufzuarbeiten, sofern das irgendwie geht. Das ist ja ganz, ganz schwierig, weil du hast es ja selber auch gesagt, es prägt einen und ganz, ganz tief im Unterbewusstsein schlummern da ja auch bestimmte Programme noch. Und einfach möchte ich das nur noch mal ganz kurz nutzen, um einfach dann noch mal so einen Friedensappell hier auch noch mal zu geben. Ja, wir sind als Menschen, glaube ich, generell ganz sensible Wesen. Wir haben keine Krallen, wir haben keine Schuppen, keine Panzer. Also ich habe mich neulich hier an der Stirn hier aufgekratzt, deswegen habe ich mir das so gerade so angewöhnt, hier so ein schönes Kopftuch zu tragen. Da habe ich jetzt noch so meine kleine Schorfwunde. Ja, das war eine harmlose Sache. Ich hatte gleich eine riesen ne, Geschichte hier oben. Und da sieht man, wir sind also für so kriegerische Auseinandersetzungen einfach nicht gemacht. Wir sind zu sensibel dafür. Und das ist, glaube ich, diese Zeitqualität, wo wir jetzt mit das gerade eben auch bei den Kindern sehen oder bei uns selber, ja, in diesem Prozess der Herzöffnung. Und das ist mir nochmal so klar geworden. Also da ist total wichtig, auch so für Frieden einzustehen, eben auch dafür, dass die Kinder eben auch gut aufwachsen können, dass man eben diesen neuen Generationen eben da andere Möglichkeiten bietet und dass wir dann überhaupt erst als Menschheit eigentlich dieses Potenzial, was ja auch das positive Potenzial, was in uns angelegt ist, überhaupt erst entfalten können. Und dafür brauchen wir andere Rahmenbedingungen. Ja, und das wird mir immer
klarer, je länger ich mich so mit dem Thema jetzt auch beschäftige. Ja, absolut. Also das resoniert sehr stark bei mir. Und eben, es ist, ja, ich habe vorhin gesagt, es ist die Zeit ist reif und da ist ein großes Energiefeld eben in diese Richtung. Aber ja, du hast natürlich recht, eben das andere ist halt auch omnipräsent und es passieren ständig so viele Dinge, die man einfach nicht verstehen und nicht fassen kann, wie das immer wieder passieren kann in der Menschheitsgeschichte, dass da einfach Ja. ja, dass es da so Figuren gibt, die einfach irgendwie das nicht schnallen und da einfach irgendwie diese Konflikte suchen und diese Konflikte befeuern. Und ich glaube, ja, ich weiß auch, fand auch also ich will jetzt hier nicht ein neues Buch auftun, aber ich fand das auch in der Covid-Zeit sehr bezeichnend, wie einfach diese Angst, wie diese Angst so geschürt wurde und wie das auf diese zwei Seiten sich immer mehr verhärteten und wie man einfach irgendwie jeder das Gefühl hatte, er weiß es besser und sich gegenseitig reinreden und nicht mehr zuhören und verurteilen. Das hat mich auch wahnsinnig erschreckt, da was da passiert ist, jetzt auch hier in meinem Freundeskreis, wo man sich plötzlich einfach nicht mehr zugehört hat. Also das ist irgendwie wieder, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Ein halbes Jahr davor, wenn man das erzählt hätte, hätte jeder gesagt, nee, sowas passiert doch nie, oder wir wissen es doch jetzt besser nach allem, was passiert ist in der Menschheitsgeschichte. Und dann passiert wieder irgendwas, liest du was in der Zeitung und denkst, Mensch, ey, bin ich auf dem falschen Planeten oder was läuft da eigentlich? Also seid ihr alle bescheuert? Und das ist, ich glaube, dieses Gefühl von, hey, nee, aber so kann es doch nicht weitergehen. Das hat natürlich auch eine große Antriebskraft, um eben das andere zu leben oder und einfach irgendwie den Glauben nicht zu verlieren, dass das irgendwann mal aufhören kann. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt einfach in der Menschheitsgeschichte immer so weitergeht, dass da immer wieder so, Entschuldigung, Deppen kommen, die einfach irgendwie so um sich schlagen und um sich schießen. Das ist irgendwie verbal oder anders, ja. Körperlich auch. Ja, das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Der Mensch ist halt auch ein biologisches Wesen und der Angstinstinkt, der wurde natürlich auch sehr stark getriggert, auch in der Corona-Zeit, das ist klar. Und das hat man ja auch wissenschaftlich ja schon erforscht, dass man eben unter Angst auch nicht mehr so klar denken kann. Und wenn man sich überlegt, ja, dass wir jetzt jahrelang in diesem Panikmodus auch gehalten worden, das macht natürlich was mit den Menschen. Und auch das Verschwinden der Kommunikation, das beobachte ich auch. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass dann Menschen wie du oder ich und jeder, der sich engagiert für die Sensibilität, im Grunde genommen ja auch noch für was anderes einsteht, nämlich für Herzöffnung, ja. Sich wieder berühren zu lassen, wieder im Kontakt zu kommen mit den eigenen Gefühlen, ja. Und nicht nur mit dem Angstszenario, sondern das Schönste als Mensch, finde ich, eigentlich ist ja dieser Gefühlsreichtum. Und gerade dann, wenn wir über die Musik, über die Kunst, über die Kreativität dann auch so diese feineren, diese schöneren Gefühle erleben, das ist ja was ganz Tolles und sicherlich auch einer der Gründe, warum die Menschen dann auch auf Musikkonzerte gehen. Ja, sie wollen in eine andere Welt, sie wollen in dieses Gefühls, ja, Bad da reinspringen und das ist ja das, was auch deine Profession als Musikerin eben dieses Geschenk der Hochsensibilität auch ja kulturell den Menschen auch weitergibt. Und von daher glaube ich, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir diese Räume wieder öffnen und das gerade auch im Verständnis für diese Bedürfnisse der hochsensiblen Kinder, wie du es auch beschrieben hast, auch so ein eigenes Erkennen stattfindet, zu sehen, wer bin ich denn eigentlich, ja? Also ich als hochsensible Mutter oder hochsensibler Vater, oder wie erging es mir denn als Kind, dass das im Grunde genommen, wenn wir es mal ganz groß machen, dann ist das Bild eigentlich uns unterstützt, unsere Menschlichkeit wieder zurückzuerobern, ja? Dass wir uns nicht abstumpfen lassen, dass wir uns nicht robotisieren lassen, sondern diese wa wahre Menschlichkeit, die eben mit dieser Sensibilität verbunden ist, einfach bejahen, ja, und nicht mehr darum kämpfen, immer funktionieren zu müssen. Absolut.
Ich glaube, was du gesagt hast über Angst, ist auch ganz wichtig, weil ich mir, also dieser Angstinstinkt ist ja einfach bei uns Menschen sehr stark ausgeprägt, oder? Und wenn man dieses ganze Fight-or-Flight-Modus, wenn man da mal drin ist, wie man da wieder rauskommt, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftige, mit diesem Vagusnerv und wie kriege ich das, oder dieses Klopfen und beruhigende Sätze sich selber sagen, Wasser trinken im Moment gerade, rückwärts zählen, also diese ganzen, um wieder in den Kopf zu kommen, wo man einfach dann auch merkt, dass der Körper einem zum Teil da richtig im Weg steht und man so ein inneres, also eine innere Auseinandersetzung hat, wo ich dann im Moment selber wirklich, also wenn ich mit meinem gefühlsstarken Sohn da eine Auseinandersetzung habe oder einfach, wenn das irgendwie, da begleite ich vielleicht, was weiß ich, sage ich 5, 6 zu so Mental Breakdowns an einem Tag und dann beim 7. merke ich, okay, jetzt ist meine Energie sehr, sehr tief und kann ich das jetzt nochmal begleiten? Oder ja, ist dann eben sehr schnell, wenn dieser Fight-or-Flight-Modus angeworfen wird. Das ist dann schwierig. Dann merke ich dann auch, das ist nicht mehr Mama und Kind. Da bin ich dann ist mein inneres 5-jähriges Kind ist da am Toben mit meinem Sohn und also um das irgendwie zu unterbinden oder eben dem auszuweichen. Also da braucht es halt irgendwie ganz viel eben Auseinandersetzung jetzt bei mir mit wo kommt jetzt das wieder her und halt in dem richtigen Moment merken und sagen, okay, ich bin eine hochsensible Seele und meine Batterie ist jetzt leer und ich kann jetzt vielleicht nicht mit 2 kleinen Kindern an einem Tag alleine eine halbe Stunde mich in einen abgedunkelten Raum legen und sagen, lass mich in Ruhe, das geht halt einfach nicht. Nee. Aber wie kriege ich das dann halt doch hin, in dem Moment zu merken und das auch zu kommunizieren meinen Kindern, hey, jetzt hört mal, jetzt merke ich gerade, es ist nicht mehr gut. Ich gehe jetzt für einen kurzen Moment hier in den Gang und was weiß ich, schlag in Kissen. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich muss mich jetzt irgendwie hier regulieren wieder und also denen halt auch vorleben, dass es diese starken Gefühle gibt, dass es die geben darf, dass es okay ist, dass man die ausleben und ausdrücken darf, solange halt niemand zu Schaden kommt. Und das ist im Moment ganz, ganz fest meine Reise und meine Herangehensweise, da immer besser halt eben auch diese alten Wunden vielleicht zu heilen. Und ja, auch wenn ich jetzt meinen Sohn ansehe, wenn der sie ist jetzt irgendwie da einfach eben so ein Breakdown hat, sage ich jetzt mal, eben auch so hab ich auch das Gefühl manchmal, okay, jetzt ist einfach der Computer voll, jetzt ist irgendwas explodiert bei dem. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass er sich wieder geborgen und sicher fühlt, weil er ja jetzt eben auch in diesem Fight-or-Flight-Modus wahrscheinlich drin steckt und gar nicht mehr klar denken kann. So, und dann kann ich noch lange auf ihn einreden. Das nützt alles nicht. Da braucht er jetzt einfach Zeit und jemand, der da ist, auch wenn er sich so verhält, wie man das Gefühl hat, mein Gott. Und halt irgendwie, ja, Wärme, Nähe gibt Verbindlichkeit. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. So, das sind so diese, glaube ich, ganz wichtigen Momente, wo ich dann merke, wenn ich das schaffe, dann bin ich dann im Nachhinein so stolz auf mich und habe das Gefühl so, yes, das war jetzt richtig wichtig für den und ich bin sehr erfreut und befriedigt, dass ich ihm das so geben konnte und kann es aber natürlich auch nicht immer gleich gut eben. Ja, da sprichst du jetzt eben noch ein wichtiges Thema an. Ich habe ja auch selber als Psychologin auch mehrere Jahre in einer Eltern-Kind-Fachklinik mit Familien gearbeitet. Da hatten wir auch viele, ja, Mütter total im Burnout und am Rand und über den Rand hinaus der Erschöpfung, der Belastungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist auch gut, dass du da so offen drüber sprichst. Ja, weil nur die Hochsensibilität erkennen ist das eine. Aber man kommt ja trotzdem in Überforderungssituationen, in Erschöpfungssituationen. Und da haben wir dann oft das Problem, dass dann, wenn die Frauen dann eben versuchen, alles perfekt zu machen, dass sie dann eben sich, ja, keine Hilfe holen oder dass sie sich schämen, dass sie denken, oh, jetzt habe ich irgendwie alles falsch gemacht, ja. Und es ist wichtig, auch mal einfach zu sagen, ja, das ist zwar schön, hochsensibel zu sein und diesen Gefühlsreichtum zu haben, aber es ist nicht immer schön, ja, oder ich komme auch an meine Grenzen und dass auch dieses Thema, sich da so zu schämen oder zu denken, ich mache irgendwie alles falsch als Mutter oder als Vater, dass wir da vielleicht nochmal einen anderen Blick hinwenden dürfen, ja, dass es gibt keine perfekten Eltern
Und das, was du jetzt beschrieben hast, wie du damit umgehst, davon hätten jetzt Kinder vor 80 Jahren wahrscheinlich geträumt, ja, weil die haben dann entweder eine Ohrfeige bekommen oder mussten dann alleine abends ins Bett gehen und dann haben die Eltern gesagt, beruhig dich mal, morgen kommst du wieder aus dem Zimmer raus, Stubenarrest. Also da wurde ja ziemlich kurzer Prozess gemacht. Man hat sich doch gar nicht so intensiv mit den Kindern auseinandergesetzt oder versucht, sie da zu begleiten. Also was will ich damit sagen? Also auch wenn du und viele andere Mütter, ne, so da an ihre Grenzen kommen, ich glaube, das ist immer noch unendlich viel mehr, was die Kinder da jetzt bekommen an elterlicher Fürsorge, als das, was viele, viele andere Kinder dann eben wie dieser ältere Herr dann in der eigenen Kindheit erlebt und auch vermisst haben. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Genau, ja, genau. Es ist schon so viel passiert, das darf man wirklich nicht vergessen. Es ist ja Ja. wirklich auf guten Wegen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ja. Deswegen denke ich, ja, einfach auch nochmal eine Botschaft an all die Eltern jetzt und auch vor allen Dingen die Mütter da draußen, die jetzt auch zuschauen, die sich da wiedererkannt haben. Ja, gebt euch wirklich auch selber Anerkennung für alles, was ihr jeden Tag leistet. Und wenn, wie gesagt, auch mal was nicht so gut läuft, es ist halt, es ist einfach so. Man kann nicht immer perfekt sein und nicht immer alles toll hinkriegen, ja. Und wenn halt beide dann mal heulen, dann das Kind und die Mama, dann ist es halt so, ja. Auf jeden Es Fall. wichtig ist, glaube ich, so, dass das Kind einfach das Gefühl hat, und auch die Erfahrung macht, dass wenn es auch mal Stress oder Streit gibt mit den Eltern, dass man immer wieder gut aufeinander zugeht, ja, dass das dann am nächsten Morgen wieder gut weitergeht, dass es nicht quasi so einem hinterhergetragen wird, ja, oder dass man als Kind nicht ständig dann ihm Vorwürfe bekommt oder das Schlimmste, was für Kinder ja passieren kann, ist eben diese Strafe durch Nichtachtung, ja, dass man mit dem Kind nicht mehr spricht, dass man es nicht mehr liebevoll anschaut. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was Kinder so erfahren können. Nur diesen Liebesentzug oder ne, diese Kälte vielleicht zu spüren, die manche Eltern dann vielleicht an den Tag legen, weil sie es vielleicht auch so gelernt haben, so als Erziehungsmethode. Ja, muss man besonders streng sein oder muss man die Kinder abhärten? Ja, was man alles für einen Quatsch da irgendwie vermittelt bekommen hat. Das, da dürfen wir uns komplett frei machen, weil das Wichtigste, was die Kinder natürlich brauchen, ist die Liebe der Eltern. Das ist ja klar. Und natürlich auch Grenzen, gesunde Grenzen. Man kann nicht alles bejahen und nicht alles tolerieren oder in diesem Spannungsfeld, ne? Liebe einerseits und Grenzen setzen andererseits. Ich glaube, wenn da in diesem Bogen das passiert, dann kann das wirklich gut werden. Glaube ich Egal, auch, ob glaube ich da auch. auch Defizite sind dann oder so. Genau. Und ich glaube auch eben, dass die das auch merken dürfen und sollen, dass die Eltern auch wirklich nicht perfekt sind. Also weil dann gibt es ja auch wie so eine Beruhigung. Man muss nicht perfekt sein. Auch ein Kind. Ich merke auch, wenn was war, das mich dann als Hochsensible natürlich noch beschäftigt und mir auch wieder die Nacht den Schlaf raubt, weil ich dann, ah, wie hätte ich jetzt und warum habe und wo ist das passiert? Wo habe ich irgendwie die falsche Abzweigung erwischt und wo hätte ich merken müssen, dass ich langsam an meine Grenze komme, sich selber dann irgendwie zu hinterfragen. Also da gibt es schon auch Momente, wo ich dann vielleicht ein, zwei Tage später sogar meinen Sohn nochmal sage, du weißt du noch vor 2 Tagen das und das und das und dass ich mich auch entschuldige und einfach sage, ich glaube, da ist bei mir das und das passiert und das hat nichts mit dir zu tun und also dass man hier das Gespräch auch mit einem Kind, gut, der ist jetzt 6 und er ist sehr reif für sein Alter, also von dem her, jetzt mit einem Dreijährigen würde ich wahrscheinlich nicht so reden, aber ab einem gewissen Alter halt auch, ja, dazu stehen und sagen, also, ja, wie das so ist, also, er weiß jetzt auch zum Beispiel schon Bescheid über, dass es sowas wie einen weiblichen Zyklus gibt und dass Mama nicht immer gleich viel Energie hat und der schnallt das und der, also, das finde ich dann irgendwie, man darf da schon auch wirklich einfach Mensch sein, das finde ich so wichtig, dass man einfach Mensch ist mit allem drum und dran. Und natürlich, was du sagst, ja, gibt es auch Grenzen, das ist ganz klar, finde ich auch. Jetzt nicht einfach mach, was du willst. Also das will ich jetzt auch gar nicht propagieren hier. Ja. Aber es geht mir so um diese emotionalen Themen, die einfach wirklich früher, ja, es war auch zu meiner Zeit noch so, jetzt, wenn man, das ist so Gefühle, das ist irgendwie so, das redet man so mit sich alleine im Zimmer. Und wenn man dann wieder gesellschaftstauglich ist, dann kommt man dann wieder zur Familie dazu quasi. Und das ist schon für mich jetzt eigentlich sehr, sehr wichtig, eben gerade meinem Sohn, das oder auch der Tochter dann immer mehr, je älter sie wird, jetzt einfach
ganz klar mitzugeben auf dem Weg. Nein, diese Gefühle dürfen sein und die dürfen auch hier sein und die sind manchmal sehr groß und dann finden wir gemeinsam einen Weg, dass du lernst, mit der Zeit irgendwann das gesellschaftstauglich zu leben. Also sicher nicht einfach wegdrücken oder sich im Zimmer barrikadieren und das ja, wegmachen, das Gefühl zu haben, dass es jetzt weg muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, das ist auch diese emotionale Regulation. Ja, davon hast du ja auch gerade gesprochen. Das wird ja immer auch ein größeres Thema. Die Vagusnervübungen. Und für Kinder ist natürlich die beste emotionale Regulation, wenn die Eltern sie da wirklich liebevoll begleiten. Ja, auch durch was auch immer das gerade ist, ja, was sie erleben, dass sie nicht damit allein gelassen werden. Von daher glaube ich, dass, so wie du das beschreibst, ist das wirklich ein Riesenfortschritt. Und ich glaube, dass ganz viele Zuschauer das auch intuitiv schon jetzt so machen und sich trotzdem immer noch fragen, oh, was mache ich alles falsch? Und ich denke, das ist auch mal eine wichtige Botschaft hier in dem Interview, ne, dass die Eltern auch sich selber vielleicht auch wertschätzen, ja, die jetzt zuschauen, einfach von deinen Erzählungen sich ermutigen lassen zu sehen, was sie alles vielleicht trotzdem auch gut machen und richtig machen, ja, auch wenn Fehler passieren oder wenn sie erschöpft sind, dass es trotzdem auch wichtig ist, sich mal bewusst zu machen, was ich alles, ja, vielleicht schon auch erreicht habe, ja, was ich anders mache als die Vorgängergeneration. Ich glaube, das macht vielen Zuschauern wirklich Mut, dass du da so ehrlich und offen darüber sprichst und es sollte eben, ja, glaube ich, kein Tabuthema mehr sein, ja, diese Hochsensibilität. Und da trägst du ja auch dazu bei, dann jetzt auch mit dem Buch und mit dem Musikprojekt, ja. Schön. Ja, schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es macht nichts. Ich könnte dich noch was fragen zum Thema Musik, wenn du möchtest. Ja, frag mal. Ich nehme mal ein Ich Stück glaube Wasser. ja, nimm dir Zeit, ja. Ich persönlich glaube ja, dass eben die Hochsensibilität ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für künstlerische Berufe. Ich habe ja hier eben im Hintergrund das Schloss Neuschwanstein, das ja vom König Ludwig II. Von Bayern gebaut wurde. Wir haben es ja kurz erwähnt. Und er ist ja ein großer Visionär und Künstler gewesen und auch Förderer der Musik. Er wollte zum Beispiel, dass jedes Kind in Bayern ein Musikinstrument lernt. Das wissen auch nicht viele. Und vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen darüber sprechen, über die Bedeutung der Musik. Erstmal auch für diejenigen, ja, die selber gerne Musik hören. Also auch so dieser Heilfaktor oder was kann Musik alles bewirken? Und vielleicht auch für die Zuschauer, die überlegen, ja, vielleicht auch eine künstlerische Karriere anzustreben als hochsensibler Mensch. Vielleicht können wir da noch einen kleinen Schlenker machen, weil ja, gerade auch wenn, ja, wenn du Kinder großziehst, da kommt ja auch irgendwann mal so die Frage, ja, was machen die beruflich? Ja, oder man ist selber gerade noch in der Phase, wo man sagt, ich schmeiß jetzt vielleicht alles hin und ich träume eigentlich schon immer davon, ja, auf der Bühne zu stehen, ja, oder Künstler zu werden. Das ist doch für Hochsensible ein ganz archetypischer Beruf im Grunde genommen. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen drüber was erzählen, so aus deiner Erfahrung. Auf jeden Fall, ja. Also ich selber empfinde den Beruf Musikerin eigentlich sehr als eine ziemlich große Herausforderung als hochsensibler Mensch. Einfach daher, dass also der kreative Prozess, wo man für sich alleine ist und niederschreibt oder singt oder summt oder spielt, was so rauskommt, das ist wunderschön. Der andere Teil, der halt dann dazu kommt, ist halt das Performen vor Leuten. Da habe ich ganz, ganz lange sehr große Mühe mit gehabt. Das, also blöd gesagt, dass der verkäuferische Anteil daran oder das halt sich präsentieren, da musste ich wirklich einen Weg finden. Also da war, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass ich war so 18, 19, als das erfolgreich wurde mit meiner Band damals. Und das war halt dann wirklich so Pop. Also das war dann in den Glossy Magazines und Leute, die an einem rumzupfen und einem schminken und dann auf die Bühne und hallo und ja und immer lächeln und so. Und das ging eine Weile gut, aber also eine Weile gut, ich sage mal so, ich habe wirklich dann irgendwann einfach wirklich gelitten, also körperlich, das hat sich dann bei mir so ausgewirkt, ich hatte dann
so plötzlich ganz schlimme Panikattacken, auch vor und sogar auf der Bühne. Und wo ich dann gemerkt habe, dieses auch, diese Verantwortung zu tragen, vor so viele Leute zu treten und zu merken, hier, ich stemme jetzt das hier, ich bin die Frontfigur von diesem Ding. Und wenn mir was entfällt, dann sind ganz viele Menschen enttäuscht und so. Also ich hatte dann wirklich eine Zeit lang auch immer wieder, ich habe dann Asthma gehabt und Allergien auf alles und musste dann Konzerte absagen. Und also es war dann wirklich so eine Reise damit, als ich so 20 bis 30 war. Und irgendwann, jetzt mit dem Älterwerden, habe ich immer mehr herausgefunden, was für mich stimmt, also wie ich das stimmig leben kann. Sprich, ich habe jetzt wirklich im Moment, wenn ich Konzerte mache, mache ich ausschließlich nur noch akustische Konzerte im Trio meistens, manchmal Quartett. Und es ist alles bestuhlt und es ist mit einer Pause dazwischen. Also es ist wirklich so Wohlfühlmoment. Ich spiele auch jetzt nicht mehr in irgendwelchen Clubs, wo der Boden noch klebrig ist und noch nach Bier riecht vom Vorabend. Also ich suche mir jetzt wirklich so diese, kann ich jetzt halt auch in der Schweiz, dass ich mir diese Lokale aussuche, wo ich merke, das sind so Kleintheater, Orte, wo man hingehen kann, um einen genussvollen Abend zu verbringen. Und dann ist auch das Licht nicht hektisch und so, sondern ich lege dann auch Wert darauf, dass ich das Licht eher so Theaterbühnenlicht fast mache, also wirklich eher einfach, es geht da nicht darum. Und ich habe jetzt auch gemerkt, eben, dass dieses ganze Show-Element mir nicht so entspricht. Also dieses ganzen, way, wow, und jetzt machen wir alle den hier und so, das ist irgendwie, das war so damals, habe ich das irgendwie gemacht. Und jetzt ist es wirklich eher, hallo, schön seid ihr da. Ich spiele euch jetzt das Lied und es geht darum, was in meinem Leben hier und da passiert. Also ich erzähle eigentlich meine Geschichten und spiele dann die Songs dazu. Es ist meistens sehr intim. Viele Leute, es ist wirklich mucksmäuschenstill, so kann man das auch genießen. Und ich habe das Gefühl, mein Publikum ist wahrscheinlich zu 99% hochsensibel, weil die das irgendwie dann auch so total einfach genießen und sitzen und ganz oft einfach die Augen zu haben. Und nach den Konzerten verkaufe ich auch die CDs noch selber und unterschreibe die und habe so einen Kontakt zu den Menschen, was mir total wichtig ist, weil ich dann auch irgendwie so dieses immer wieder so dieses Feedback kriege, okay, doch, es kommt an. Also das ist so ein, du merkst es ja schon auf der Bühne, das ist so dieses, ist so wie ein Kreislauf. Ich gebe Energie und Energie kommt zurück und das funktioniert irgendwie gut. Und sobald man, ich glaube, diesen Ort gefunden hat für sich, wo man sich wohlfühlt als Performer, dann fließt das. Und davor ist das irgendwie, fühlt sich das an wie zu enge Schuhe, sage ich jetzt mal. Und von dem her würde ich jetzt sagen, eben was wichtig ist, sich halt wie ausblenden, was machen alle anderen, sondern wirklich finden, was bin ich, wer bin ich, was will ich, was ist meine Geschichte, was will ich erzählen als Musiker und wie will ich das erzählen? Braucht es Text? Vielleicht braucht es gar keinen Text, vielleicht braucht es nur Melodie, vielleicht was auch immer. Also wirklich so auf diese Reise zu gehen mit sich selber, wo ist wirklich meine Stimme? Jetzt eben nicht nur die menschliche, sondern die musische Stimme. Und das Zweite, was ich sehr, sehr fest empfehlen würde, jedem, der Musiker werden will, als Hochsensibler, sich mindestens einen Menschen zu suchen, der abschirmen kann, also der gut vorne hinstehen kann und sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel das große Glück, dass mein Pianist, mit dem arbeite ich seit 2003 zusammen, also lange, lange Zeit, da ist ein riesiges Vertrauensfundament da und wir haben jetzt je länger, je mehr, also er macht jetzt mein Booking auch, also dass er die Konzerte bucht, er macht die ganzen Abrechnungen, also er kommuniziert da für mich gegen außen und das gibt mir selber dann wirklich eine wahnsinnige, es gibt so halt so einen Schutzraum, wo ich auch mal sagen kann, du, jetzt kam da eine Anfrage, Sadie, kannst du da mal mit denen Kontakt aufnehmen? Dass ich mich eben selber nicht verkaufen muss und sagen, ja, ich komme nur zu dieser und dieser Gage und so. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man da einfach eine Vertrauensperson hat, die eben einerseits so gut abschirmen, hinstellen kann, aber wo da auch wirklich so ein Vertrauensding da ist, dass man auch mal sagen, gute Gespräche zusammen haben kann, wo man sich selber sein darf und auch von seinen Nöten und Ängsten erzählen darf. Das ist, glaube ich, hilft mir jetzt in dieser Situation enorm, dass ich da so ein gutes
Umfeld habe und halt allgemein, also die Musiker, mit denen man zusammenarbeitet, man verbringt sehr viel Zeit zusammen, das muss irgendwie stimmen. Also wenn da einer ist, der einfach immer Energie zieht, dann geht das nicht. Dann muss man einen anderen Musiker finden, der da irgendwie ja besser passt, sage ich mal. Ja. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Und ich, wenn ich es mal so zusammenfassen darf für die Zuschauer, hast du auch von einer Art Schutzraum gesprochen, ja, für dich in diesem kreativen Prozess und auch in dem Auftritt. Und kann mir das gut vorstellen mit den Panikattacken, weil das ja auch so einen Leistungsdruck erzeugt. Ja, ich muss jetzt auf die Bühne raus, die Leute erwarten da was und sie haben Eintritt bezahlt. Es ist ja für jeden Musiker, ja auch Instrumentalisten, die dann live auftreten, ja im Prinzip, ne, dieser Druck. Und deswegen war das jetzt auch sehr interessant zu hören, sich einfach nochmal Gedanken zu machen, was brauche ich da eigentlich für Rahmenbedingungen? Und ich denke tatsächlich, dass so die Musikbranche und überhaupt die Kreativbranche der heutigen Zeit, wo alles so laut und schrill ist, tatsächlich für Hochsensible abschreckend sein kann. Und dennoch ist es so ein aus meiner Sicht ja archaisches Berufsfeld, was sehr, sehr, sehr gut zur Hochsensibilität passt. Und dann braucht es diesen Mut, diesen eigenen Rahmen zu stecken, ja, oder eben auch Angebote abzulehnen oder auch, ja, wenn es dann um Management geht, ne, oder Plattenverträge zu gucken, was ist da stimmig für mich oder muss ich oder will ich mich selbst vermarkten, ja, oder wie auch immer, dass man wirklich sagt, ich stecke den Rahmen. Ich kenne auch meine Grenzen. Es geht ja hier auch um die Grenzen, Leistungsgrenzen, Stressbelastungsgrenzen. Und wenn ich das berücksichtige, und so spüre ich das für mich auch, dann kommt dann, viele sprechen ja auch von dieser Geniezone, ne? Also wo Kreativität fließt, wo es leicht ist oder wo es sich gut anfühlt. Und wenn ich aber aus dieser Zone rausgehe, ja, weil ich mich überstrapaziere, ja, dann kann auch ein Zusammenbruch kommen. Und ich glaube, das müssen die Hochsensiblen einfach wissen. Das ist wie jetzt, wie du das mit deinem Kind beschrieben hast, so brauchen wir auch als hochsensible Erwachsene auch diese Schutzzone. Nur ist dann da niemand mehr da, ja, von den Eltern, wo man jetzt, ne, eigentlich so archetypisch jetzt, ne, das erwarten würde, dass die einem dann diese Schutzzone geben. Da müssen wir selber dann dafür sorgen. Oder wie du es jetzt auch so schön beschrieben hast, dann eben im Team, ja, in den Menschen, mit denen du in einer Kooperation bist, dass da jemand dabei ist, der dann eben bestimmte Aufgaben erfüllt, die dich dann zum Beispiel entlasten. Und das waren nochmal, glaube ich, ganz wichtige Hinweise auch für alle Zuschauer, die jetzt vielleicht auch ganz tief diese Sehnsucht in sich tragen, sich kreativ zu verwirklichen. Da haben wir jetzt tolle, sehr, sehr wertvolle Einblicke auch von dir bekommen, ja, was man da als hochsensibler Mensch auf jeden Fall beachten sollte. Genau. Also das kam mir auch noch gerade in den Sinn, ist natürlich Sensibelchen. Also das Projekt ist natürlich auch so ein bisschen für mich jetzt noch ein Weg gewesen, um eben genau diese Musikalität auch noch mal stimmiger auszuleben, weil als Mama bin ich halt früh morgens wach und wenn ich dann Konzerte habe, bin ich teilweise 2 Uhr morgens erst im Bett und das clasht wahnsinnig, diese beiden Rhythmen. Und jetzt mit Sensibelchen oder Sensibeli in der Schweiz spielen wir dann halt eben wirklich entweder um 10:30 Uhr morgens oder um 2:30 Uhr nachmittags. Und dann bin ich dann auch mal wieder daheim oder und kann mit meinen Kindern Einschlafbegleitung machen. Und das ist schon auch jetzt, und auch die Art und Weise, also wenn ich Sensibelchen auf der Bühne performe, was ich ja jetzt dann auch eben in Deutschland machen werde, sind da wirklich, das ist so eine Art von auch, also ich bin dann da und ich erzähle den Leuten. Ich erzähle über Sensibelchen, aber ich singe auch immer wieder mal dazwischen und interagiere mit den Kindern und können dann auch sich ein bisschen bewegen und halt mitreden. Also das ist dann wirklich ist mir wichtig, dass es so ein stimmiger Ort, Wohlfühlort ist und dass es eben auch hier jetzt nicht so, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gängiges Kindermusikprogramm ist in einer Riesenhalle mit schreienden Kindern und Party, sondern also nicht so Halligalli, sondern wirklich, wenn irgendwie möglich, sage ich den Clubs auch, hey, guckt doch, dass ihr Kissen am Boden habt und dass die Kinder wirklich am Boden sitzen können und das sind auch nicht so große Orte, also so dass halt auch hier irgendwie dass der Rahmen, also es ist wieder das, was du mit diesem Rahmen, der stimmen muss, oder wo man einfach merkt, das ist wie, ja, das muss irgendwie passen, das muss das richtige Kleid sein, dass das alles zusammen
so ein Ganzes ergibt. Und dann habe ich das Gefühl, dann ist das stimmig. Und sonst fühlt man eben sehr stark als Hochsensibler dann auch, oh, irgendwas ist irgendwie zwickt und drückt, dass irgendwas passt nicht. Oder ich, das ist so. Und das ist dann sehr unangenehm. Also ich habe das wirklich auch schon erlebt, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und dann stand ich auf der Bühne und habe gemerkt, oh, es fließt überhaupt nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Und dann muss man halt adaptieren irgendwie. Ja, da kommen natürlich dann auch so diese Mythen her, ne, wo man dann sagt, ja, das ist so eine Diva und die hat immer so besondere Extra-Wünsche. Ja, aber wenn wir es aus der Ja. Perspektive der Hochsensibilität begreifen, dann verstehen wir, ja, da gibt es besondere Bedürfnisse und Wünsche und die müssen auch erfüllt werden. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man auf dem Kopf anderer Leute herumtanzt oder respektlos ist, sondern diese sensiblen Rahmenbedingungen einfach, dass wir da das Bewusstsein schärfen. Und dann können eben auch, ne, diese tollen Momente, diese magischen Momente entstehen, ja, wo die Leute vielleicht dann lange noch sich dann erinnern an so einen Abend oder an so eine Veranstaltung, wo denn wirklich diese Magie in der Luft ist. Genau, Und das genau. ist dann so wertvoll, ja, wenn wir solche Momente erleben dürfen. Und es ist dann wirklich auch schön, wenn sich das löst. Also es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wir hatten gerade kürzlich so eine Situation, wo wir eingeladen worden sind. Also ich weiß nicht, ob Dr. Patrice Wirsch, ob dir das ein Begriff ist. Er plant ja jetzt im Juni, macht in Zweisimmen ein Neurofestival, also wo es wirklich eben auch um Speakers sind und Workshops über die Neurosensitivität. Und eben auch Konzerte. Und die Idee war dann wirklich eben ein Festival für Hochsensible. Das heißt, die Musik ist eben nicht mega laut und es ist kein Alkohol ausgeschenkt und es ist auch vegetarisch oder vegan sogar, glaube ich. Und in den Schweizer Bergen. Also es ist wirklich so sehr viel Wert darauf gelegt, dass es das irgendwie eben diesen stimmigen Rahmen gibt. Und dann haben wir uns da getroffen und haben uns diese Halle angesehen und wir hatten einfach so das Gefühl, hey, aber Musik hier drin. Das wird hallen und das wird laut und das wird schwierig zu kontrollieren und wie machen wir das und weiß nicht was. Und haben da irgendwie hin und her diskutiert, weil sie unbedingt in dieser Halle das machen wollten. Und dann plötzlich hat sich das wie von alleine ergeben, dass gleich daneben in so ein Schulhaus ist, glaube ich, größeres Schulhaus, wo sie sowieso Räume gemietet hatten für Workshops. Und oben ist so wie so ein Gemeindesaal oder so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir Konzert einfach im Gemeindesaal. Da ist es wirklich eben genauso dieses Dach und kuschelig und da passt. Und dann waren alle so, ja, natürlich, das ist die Lösung. Und das hat sich dann, hast du wirklich so gemerkt, wie die ganze Gruppe von Menschen einfach so, oh, ah ja, jetzt stimmt's irgendwie so. Und das ist, ja, muss man manchmal ein bisschen hartnäckig sein, oder? Um diesen richtigen Rahmen zu finden, genau. Ja, da sagst du was. Ich war auch mal letztes Jahr auf einem Konzert von einem Anbieter, ich sage jetzt den Namen nicht, der auch so in der Alternativszene bekannt ist, und es war einfach zu laut. Ich bin mit meinem Mann aus dem Konzert wieder rausgegangen. Es war selbst mit Ohrenstöpseln nicht zu ertragen, die Bässe. Und ich denke, da ist wirklich weniger mehr, dass wir mehr zurückkommen. Auch das Akustische, was du gerade angesprochen hast, man vielleicht gar nicht so groß mit Verstärkern arbeiten, sondern wirklich eher vielleicht so kleinere Räume, die, sage ich mal, eine natürliche Akustik haben, wo man jetzt nicht dann da irgendwie die riesen Bassverstärker da auf der Bühne hat. Das ist einfach, ja, nicht, das entspricht nicht dem Zeitgeist und es ist einfach auch zu viel im Grunde genommen. Ja, man muss die Leute nicht zuballern mit irgendwie einer Dezibelstärke, wo eigentlich schon Gehörschäden entstehen. Ja, und das Ganze dann noch Konzert nennen. Also da habe ich dann persönlich dann auch kein Verständnis mehr dafür. Und da kann man sich hundertmal alternativ und spirituell und sonst was labeln, aber das passt einfach dann nicht aus meiner Sicht. Ja, also das hat mich richtig geärgert dann. Da bin ich wirklich mit meinem Mann nach 2 Minuten echt geflüchtet aus dem Konzert. Das ging einfach nicht. Und Ja, Leute waren gerade. begeistert. Also ich weiß nicht, die Es waren auch mit Kindern da drin, aber ist gerade so gar nicht. mit Bässen ist das halt sehr heikel, weil Bässe eben, die kannst du ja dann irgendwann auch nicht mit Ohrstöpsel wegfiltern, sondern das spürst du ja dann im Bauch. Also ich habe auch regelmäßig dann irgendwie, wird mir fast übel, wenn so wirklich so Bässe wirklich voll wummern oder also Bassdrum. Von dem her, ja, gehe ich dem auch eher aus Weg. Genau. Okay, das heißt, ja, vielleicht kommen wir langsam zum Schluss. Wir brauchen wirklich so eine neue Kultur der Sensibilität, ja, ob im Umgang mit den Kindern, in der Familie, in der Schule, in der Kunst und überall. Und da sind wir einfach Pioniere und ich begreife mich selber auch als Pionier,
Ich bin, wie gesagt, seit 10 Jahren mit dem Thema hier am Start und bin als Psychologin ohne Kassenpraxis, muss ich immer wieder mal wiederholen, ja, auch in dieses kalte Wasser gesprungen, ja, und habe hier ein Feld eröffnet, wo dadurch eben, ja, durch die Buchveröffentlichungen überhaupt erst entstanden ist. Und so machst du das auch und viele andere auch in ihrem Bereich, dass man sozusagen mit der Sensibilität schaut, was braucht es für mich, was braucht es für die Menschen da draußen und wirklich neue Angebote zu kreieren, ja. Und ich glaube, dass das wirklich auch dann der Erfolg auch oder den Erfolg ausmacht, ja, dass die Leute merken, es ist genau das, was ich brauche, was ich gesucht habe. Und dadurch entsteht eben diese Resonanz mit dem Publikum, was du ja jetzt auch schon so schön erfahren hast. Schön. Ja, wir blenden natürlich deine Webseite ein, wenn du sagst, du hast wieder Konzerte. Ja, also wie heißt die Webseite? Vielleicht magst du es kurz nennen und hast du auch einen YouTube-Kanal? Vielleicht können wir damit noch abschließen. Wie können die Genau. Leute dich finden? Also meine Webseite ist eigentlich ganz einfach zu merken, ist einfach Jael, also Jael.ch für die Schweiz. Und einen YouTube-Kanal habe ich auch. Das wäre dann irgendwas mit Yal Music CH. Aber wie das jetzt, also wenn man googelt YouTube und Yal Music, dann findet man das schon. Ja. Und für Sensibelchen gibt es keinen YouTube-Kanal in so einen eigenen, aber es gibt auf meinem Musikkanal, auf meinem YouTube-Kanal, gibt es ein Video, das etwa nur 50 Minuten dauert, wo wirklich das ganze Sensibelchen von mir erzählt, mit allen Lieder drin, mit den Illustrationen vom Buch drin ist. Also da kann man sich, könnte man sich gut mal einhören und schauen, ob das einem entspricht und ob das einem gut tut, wenn man jetzt nicht gerade in den Laden rennen will und was zu kaufen, genau. Ja, ich werde auf jeden Fall deinen Kanal verlinken und dann können die Leute sich das anschauen. Und du machst ja auch generell auch ganz tolle Musik, was ich gesehen habe. Hat mich sehr Danke. begeistert. Und ja, dann freue ich mich, dass wir hier ins Gespräch gekommen sind. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Projekt und Dankeschön. Dir auch. alles Gute.